Hallo, herzlich willkommen im Kunstlabor. Heute zeige ich euch, wie wir eine Hummel malen. Viel Spaß! Dafür braucht ihr eine Schere, einen Filzstift oder Tuschestift, ein paar Buntstifte in der Farbe von der Hummel und einen Briefumschlag und natürlich ein Papier. Welche Farben braucht ihr? Weiß, schwarz und gelb. Also hier sieht man ganz genau nochmal bei meiner Naturaufnahme, wie so eine kleine Wiesenhummel aussehen kann. Und los geht's. Ihr malt dafür ein Oval. Oben an das Oval setzt ihr nochmal so ein halbes Ei dran. So. Dann malt ihr den ersten Streifen in schwarz. Ich oben nochmal so einen kleinen Streifen dran mit zwei dunklen Augen und natürlich zwei Fühlern. Dann male ich hier noch so einen schwarzen Streifen. Dann so eine Hummel, zwei Flügel, einer rechts, einer links. Struktur drauf, ein paar Linien. Dann geht es an die Beinchen. Eine rechts, eine links, eine zwei. Hinten noch eins. Auf der anderen Seite noch ein Füßchen. Aber ein Insekt hat sechs Beine. Also nochmal hier zwei dran. Und fertig ist schon mal unsere Hummelzeichen mit sechs Beinchen. Jetzt geht's los mit den Farben. Ich habe hier ein Gelb genommen, den mittleren Teil und oben für das Teilchen. Dann noch so ein Hellgelb für hinten für den Popo. Flügel, dass sie schon ein bisschen absetzen, habe ich mit einem Hellblau angemalt. Ein Dunkelbraun, ihr könnt auch ein Schwarz nehmen. Malt ihr die dunklen Streifchen nochmal nach, die Augen. Könnt auch gerne die Beinchen nochmal ein bisschen fester anmalen, dann sieht man die besser. Und wie sich das für einen ordentlichen Künstler gehört, macht ihr noch eine Unterschrift hin, eure Signatur. Fertig ist das Kunstwerk. Das Ganze können wir rahmen mit unserem alten Briefkuvert. Den habe ich an drei Seiten beschnitten und habe dann einen wunderbaren Rahmen, auch Passepartout genannt, und habe hier meine Zeichnung eingepasst. Dazu musste ich es etwas verkleinern. Seiten alle abgeschnitten. Na, das reicht noch nicht. Noch ein kleines Stückchen. Und fertig ist meine gerahmte Hummelzeichnung. Juhu! Also, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!